auf jeden Fall fällt eigentlich nichts auf bei mir. Fällt dir nichts auf? Ja, das ist immer alles normal jetzt. Ja und so. Ich meine so, fällt dir nichts auf? Rund erneuert. Ja. Ja. Ich habe mein Härchen gemacht, ich war schön, ja. Ey, meine Turn. Hydrauliköl hast du mal spritzen lassen. Ja, so, jetzt mal beim Ernst, so, was, ja, Thema. Der Coach Jung ist hier ganz klar, ich komme demnächst in 4K, ne? Ich bin jetzt hier auf der Ringe mit der 4K-Kamera, ne? Und wollen wir hier ein bisschen erzählen hier über die Ringe, was hier so aufgeht. Sieht man ja jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Berufsverkehr. Und die wollen die Ringe ja einspurig machen. Hat mehr voll der Sinn. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal gesagt, da sitzen wahrscheinlich Leute oben. Patienten, die haben eine EQ wie einen Tennisball. Ja. Weil sonst komme ich nicht auf so eine Idee. Die bewegen sich ja gar nicht. Wenn ich überlege, was früher hier die Ringe los war. Bei uns war Hollywood. Ja. Heute ist das ein Latenfriedhof. Ja, guckt uns an, hier passiert doch nichts mehr. So, vorher die Straßenbahn noch hier oben. Hör uns, das war so geil. Das ist ja teilweise heute schon einspurig, weil die Autos dürfen hier parken. So, siehst du ja. Und jetzt stell dir mal vor, die machen das vom Ewerplatz bis hin zum Globischplatz. So wie gestern der Verkehr, bis dahin geht die Schlange. Und was machen die Leute, die Läden hier haben? Es geht doch hier keiner mehr hin zu Fuß. Ja, die haben einen Korbschuss, die haben ein Loch im Korb. Glaubt mir das. Die schlafen wahrscheinlich mit dem Kopf an der Heizung. Oder keine Ahnung, was die machen. Aber das kannst du, guck mal, geht alles kaputt. Die bezahlen teure Ladenmiete, alles. Aber früher so eine geile Straße, die Ringe, war weltbekannt für uns. Das ist wie in Hamburg St. Pauli. So waren sie die Ringe in Köln. Und was machen die da draus? Ja. Und da fahren die hier mit ihrer Drahtesel. Also wenn ich weiß, was ein Drahtesel ist, ich meine Fahrrad. So. Und was soll das alles? Ich bin Fahrrad. Ja, oder bestellen bei Amazon. Geht ja keine mehr für die Tür. Ja, und dann, was ist das? Da kann das doch nicht sehen, da kann er nicht das Ei vom Ei sehen. Die haben einen Korbschuss und das ist, da krieg ich Durchfall. Ey, ob. Ja, und das Allergrößte ist, ja, du musst uns für die Stelle noch hin, in der Richtung, wo ich jetzt hin zeige, da ist die Kamera. Ne? Da steht eine. Auf der anderen Seite ist auch eine, guck mal, alle hier ist Big Brother Live ist das. Das musst du dir uns für, könnt jeder, wie, also mit alle aufpassen, ne? Wenn ich mit ihrer Weibchen spaziere, ja, ne? Was alles hin, wie sehen wieder kann, ne? Fällt dann ganz schnell ab. Und das ist das ganze Thema hier. Und guck mal, was das für Kameras sind. Das sind ja solche Knülle. So, das ist die Kamera ja klein hier. Guck doch mal, was da Oschis hängen. Ich nehme an, das ist auch 4K. Oder keine Ahnung, was das ist. Ja, oder meinst du irgendwie... Guck mal, was das Dinger sind. Links und rechts, ob alle beide Sieger. Was wollen, was filmen die Radfahrer? Und haben wir dann von der Blaufunke wen ja hier? Also Leute, hier sind normal Jugendliche und das hast du überall. In jeder Stadt hast du so eine Straße. Nee, in Düsseldorf hast du die Kö, so, hier sind die Ringe, in Hamburg hat es St. Pauli, in Afrika heißt das Kokosnuss Avenue oder keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht, irgendwie so jetzt, ja. Genau so sieht das aus. Wir werden dann eine Fahrradstadt. Ja. Fahren wir nur noch mit den Fahrrädern. Ne? Ja, mit den Drahtesel. Da fährt auch wieder der Blaufunke-Abteilung. Ja, die fahren auch immer hin. Das ist mein Freilichtmuseum. Ich bin der Kölsche Junge und das ist mein Wohnzimmer hier. Ja klar. Also von daher. Da hingen riesen sie jetzt auf, ob der Ecke, da könnte der Rewe hin. Ob der Ecke da. Da könnte der Rewe hin. Von daher. Kalt, ne, Jung? Bitte, ihr tun auch nicht dann, Jung. Ja, ich auch nicht. Ich spreche Englisch. Ja. Naja, ich, keine Ahnung. I'm dressing. Ja, der Ewerplatz, kann ich ja sagen, die haben heute wieder so eine. So eine, die Frau Reker, unsere Oberbürgermeisterin, die hätte wieder so eine runde Tisch gemacht. Und sie merkt ja für alles eine Tisch. Für die Ringe eine Tisch, für Karneval eine Tisch, für Ewerplan eine Tisch. Und wo kommen die ganzen Tische her? Mann, bald, geh mit Tischen mit. Tische sind bald alle weg. Ja. Ne? Also von daher, alles ein langer Tisch. Ich will mal eins sagen, ne? Die machen uns alle mal Drama. Das ist einfach so. Dass das anders ist wie früher, müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, hallo? Aber was am Ewerplatz abgeht, Leute, was die da, was, wie kriegen das nicht im Griff? Die kriegen das im Griff. Ich muss ja nicht sagen, wie die das im Griff kriegen. So, ich möchte jetzt auch wieder nicht wieder, wie immer, sonst heißt es nachher wieder, ich habe was hier in unserem Mitbürger. Ne? Muss ich ja nicht sagen, hast du gesehen, das Video, haben sie schön gelöscht von mir. So, aber ist schon schlimm, wenn die sich da überlegen müssen, wie sie das im Griff kriegen. Bestimmt nicht, wenn sie die Eingänge alle zumachen. Haben sie das nicht im Griff. So, oder wenn mehr Polizei oder helle Büro, haben sie auch nicht im Griff. Die Leute müssen da weg, die Junkies. Ganz einfach weg, ganz weg.
Und jetzt haben wir gerade, ich habe mit dem Kollegen gesprochen von der Security. Der ist hier im Friesenviertel, Friesenstraße, Friesenwall, wo der Gerling-Konzern offen. Da muss ich auch richtig abhören. Ne? Da hängen die ganze Junkie-Abteilung, jetzt hängen sie alle da. Ja, muss ich mal vorstellen, überall. Sie haben, der M steht schon, ein Security-Mann. Was klauen die da? Lippenstift, Kajal? Weißt du, die Menschen, die lecken das alles so und die Menschen, die lecken das so. Und die Miete lecken das alles so. Ja, hast du schon nie gesehen so jetzt, ja. Süße doch. Weht schon keiner, geht da keiner auf der Straße. Weht da keiner jetzt. Und die, die auf der Straße sind, so wie ich, da höre ich zu, die werden dann gelöscht. Please hold the line. Der Teilnehmer ist nicht mehr zu sehen. Ja, das ist gar nichts. Das ist weder touristenfreundlich, das ist ja nichts. Manchmal ist das so, die Leute müssen immer nur bezahlen, Steuer. Und es wird immer, es wird alles eingeschränkt. Die Leute werden nur eingeschränkt. In ihrer Bewegungsfreiheit, in ihrer Meinungsfreiheit, in allem. Die würden am liebsten sehen, die Leute arbeiten, 8 Stunden, aufstehen, nach Hause. Und nichts mehr machen. Das kann das doch nicht sein. Und dann nennt man dann hier Freiheit. Und ich kenne Freiheit anders. Das ist ja wie Alcatraz, ohne Stacheldraht. Also, hör auf.